Hi Leute, Top Trading Cards hier, was geht ab bei euch? Heute gibt es die Top 5 Rookie Sticker. Wir machen ein kleines Scouting Sticker aus dem Grund, weil mittlerweile nicht nur Karten und Rookie Karten irgendwie Objekte der Begierde sind, Value generieren können, sondern vor allen Dingen auch die Sticker. Das liegt nicht nur an Gary Vee und seinem Mbappe Post und generell, dass er Bock hat auf Rookie Sticker. Das sind auch gar nicht alles Rookie Sticker, aber ihr solltet generell nicht nur auf die Karten schauen, sondern ein bisschen zack, auch auf die Sticker der jungen Leute. Und die schauen wir uns heute an. Welche sind, wie der Fall schon zeigt, trending? Auf welche sollte man achten? Und ich würde sagen, das gehen wir direkt mal an. Ganz am Anfang natürlich Mason Greenwood. Mason Greenwood muss ich natürlich nennen. Wahrscheinlich derjenige, der in der Saison als Rookie, als junger Spieler, den vorher keiner kannte, am meisten überzeugt hat und den jetzt jeder kennt. Man United jetzt zwar aus der Euroleague rausgeflogen, der ist 2001er Jahrgang, Engländer, spielt schon bei Manchester United, da zuletzt auch Stamm. Und der Sticker, um den es hier geht, ist die Nummer 397 von der Panini Premier League 1920 Serie. Und wenn wir uns das dann angucken, dann sehen wir ganz schnell im März, als Corona noch keiner kannte, beziehungsweise es gerade losging, kannte auch keiner Mason Greenwood, $5, $7, $10, 20, 40, 45. Die Preisentwicklung hier ist ganz deutlich. Ein Sticker, der nahezu $45 wert ist, das schwankt natürlich. Es gibt jetzt immer mehr Leute, die den kaufen. Es gibt ja auch die Nachdruckmöglichkeit von Panini. Das heißt, die Menge, die es auf dem Markt gibt, die wird ein bisschen geringer und ein bisschen höher. Und dadurch sinkt natürlich erstmal der Value. Aber auf lange Sicht ist das ein absoluter Favorit. Dann haben wir als nächsten, also der definitiv mein Sticker Number One. Das ist auch ein absoluter RC-Sticker, also das ist sein Rookie-Sticker. Es gibt von ihm keinen jüngeren. Dann haben wir Fabio Silva. 19.07.2020 habe ich geschrieben, ist sein Geburtsdatum, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, sondern 2002. Also die Nullen müssen gewechselt werden. 2002, 19.07. Nationalität Portugiese, Team FC Porto. Der Sticker, den wir hier sehen, ist, ich schiebe mich mal kurz weg, von der Panini Coleção Oficial de Cromos Liganos 2019-20, Sticker Nummer 381. Sieht so aus, der Typ hat eine starke Frise, das steht schon mal fest, aber ein überragendes Talent. Und gerade bei den Portugiesen lächelt man ja, João Felix, wird es der neue CR, wird er der neue CR? Wechselt der hier den Verein in irgendeine europäische Top-Liga, zu irgendeinem europäischen Top-Verein, dann geht der Sticker natürlich noch höher. Jetzt schwankt er so zwischen 10, 18, 12, 15, 18. Ihr seht, die Tendenz ist so leicht steigend und das wird definitiv im Endeffekt auf jeden Fall so bleiben. Und mit einem Wechsel zu einem europäischen Top-Team für richtig, richtig Kohle geht es dann steil berghoch. Das ist auf jeden Fall klar. Ab jetzt kommen Sticker, die solltet ihr auf dem Schirm haben. Das sind jetzt nicht immer nur die Rookie-Sticker, aber definitiv welche, wo ich glaube, die werden auf lange Sicht richtig einschlagen. Und zwar Vinicius Junior, 12.07.2000 geboren, Brasilianer, Real Madrid. Wir kennen ihn ja alle. Das ist der Panini Copa America Brasil 2019 Sticker. Es gibt wohl ein Copa America, ich glaube 2018 Sticker. In dem Fall ist es die Nummer 33. Der ist noch deutlich höher im Value. An dem bin ich aber nicht mehr dran gekommen. Ich zeige euch deswegen den und glaube auch, dass der, weil er auch eben im Brasilien-Trikot abgebildet wird, dann einer wird, der durchschlägt. Bei den Karten sind es die Donruss-Karten. Bei den Stickern der 2018er Copa America. Vielleicht auch irgendwas von La Liga. Da gibt es ja auch die Sticker. Und den hier würde ich auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Deswegen Tendenz klar steigen, das zeigt auch der Fall. Es gab keinen Trend, weil es gab jetzt nicht viele verkaufte Sticker von ihm. Der Preis ist jetzt auch nicht so brutal hoch, aber er wird sich dahin entwickeln und zu einem Sticker werden, der definitiv wert ist, dass man ihn zu Hause mal in der Sammlung drin hat. Das gleiche gilt auch für Jeremy Doku. Jeremy Doku, ein ganz junges Gesicht. 2002er Jahrgang, spielt beim RSC Anderlecht, ist Belgier und ja, der hat auf sich aufmerksam gemacht in dieser Saison, trotz Corona. Und ja, das ist hier der Panini Pro League 2019-20 Sticker, Sticker Nummer 17. Das ist definitiv sein Rookie Sticker, also ich glaube der erste, den es von ihm gibt. Und auch hier keinen direkten Trend, sondern einfach nur, dass die Tendenz stark nach oben geht.
Auch der wird jetzt immer mehr kommen und irgendwann wird ein Top-Verein aus Europa oder so kommen und sagen, hier für den geben wir 50 Millionen Euro aus. Alleine das wird zum Anstieg führen. Wenn er dann noch in dem Team Leistung bringt und sich entwickelt, der ist ja extrem jung, dann kann auch hier richtig was zu holen sein, ist ganz klar. Und als letztes, wir bleiben bei der Pro League und das ist wieder der Pro League Sticker 1920 von Jonathan David. Sticker Nummer 163, hier im Trikot vom KAA Gent, jetzt aber Team OSC Lille. Der ist, glaube ich, für 45 Millionen Euro roundabout nach Frankreich gegangen zum OSC Lille. Also der Top-Transfer hat schon stattgefunden, der Typ hat jetzt schon richtig Wert generiert. 45 Millionen Euro für einen Jungen, der 2000er Jahrgang ist. Er ist Kanadier, was eigentlich auch ziemlich cool ist, weil er hat dann die Chance mit Alfonso Davis, vielleicht auch mal irgendwann in der Copa was zu reißen, beziehungsweise in Nordamerika was zu reißen und da vielleicht den Gold Cup zu gewinnen oder sonst was. Also die Chancen stehen da gut. Was ich dazu sagen muss, das hier ist nicht der First Sticker, der kommt aus Panini Pro League 18-19, ist aber quasi unbezahlbar. Ich bin auch nicht mehr dran gekommen. Das ist also nicht sein First Sticker, nicht sein First Rookie Sticker, sondern das ist Second Year. 2019-20, aber auch der wird steigen, ganz sicher. Natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, besorgt euch den 18-19er, der ist noch heftiger. Der Typ hat den Wechsel, wie ihr seht, Team OSC Lille jetzt auch schon hinter sich und deswegen von mir da auch die Angabe, der RC-Sticker kommt aus der 18-19er Saison, der ist jetzt schon roundabout 35-40 US-Dollar wert. Das hier ist der 1920er Sticker, das ist der letzte Gent-Sticker, den es gibt, denn jetzt ist er ja gewechselt zu Lille und deswegen der Trend auch hier klar steigend. Und im Prinzip war es das jetzt schon mit den Top 5 Stickern. Ein bisschen Scouting der jungen Talente, welche Sticker gibt es, worauf solltet ihr achten, das sind alles nur Tipps. Wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das findet. Wenn euch andere Sticker und andere Tipps einfallen, schreibt es unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das hier mit meinen Top 5 Scouting-Stickern aus, ich würde sagen, fürs erste Mal. Das können wir gerne nochmal machen. Danke fürs Zusehen, macht's gut und haut da rein.